Heute sprechen wir ein bisschen über die neue Tin, die wir dieses Jahr begrüßen dürfen, denn wir haben ein paar Informationen bekommen, was für Sets in der Tin drin sind und wie die ungefähr so aufgebaut sein wird. Springen wir kurz einmal rein, was von Konami da so geplant ist. Hier ist einmal der Post von Konami, wir haben jetzt auch den Namen für die Tin. Die Tin trägt den Namen 25th Anniversary Tin Dueling Heroes. Was genau damit gemeint ist, klären wir gleich einmal, wenn wir durch den Post ein bisschen durchskippen, denn da werden so ein paar Sachen erwähnt, die uns darauf schießen lassen, warum die so genannt wurde. Wir möchten jetzt so ein bisschen mit denen feiern für das 25-jährige Jubiläum, was ja auch fein ist, ne? Denn wer möchte das nicht feiern? Und wir haben einmal hier, dass die nochmal sagen, dass das das einzige Set ist des Jahres, in dem wir diese Rarität bekommen, diese Prismatic Secret Rare, wovon ich ja nicht so der größte Fan bin, aber viele mögen die sehr, sehr gerne als Rarity Upgrade oder als optisch sehr schöne Sache. Ich persönlich bin halt nie so ein riesen Fan davon gewesen. Hier, Tim, bekommen wir 3x18 Karten in diesen Megapacks, wie immer. Jedes wird 2 Secret Rares, 2 Ultras, eine Super Rare und eine Rare und 12 Commons haben. Heißt, wir bekommen diesmal anstatt eine Prismatic Secret Rare 2. Dafür bekommen wir eine Common weniger. Das ist jetzt nicht so dramatisch, denn scheiß auf die Commons, ganz ehrlich. Das heißt, wir haben mehr höhere Raritätskarten in dem Set drin. Ich denke mal, wir werden auch ein bisschen mehr von diesen Karten haben. Und das heißt, der Pool der Karten wird größer sein von den Karten, die wir ziehen können. Und wer jetzt mal rechnen kann, wird feststellen, wir kriegen 6 Prismatic Secret Rares, 6 Ultra Rares, 3 Super Rares, 3 Rares und 36 Commons pro Tin. Die werden wahrscheinlich trotzdem so 20 Euro kosten, wenn ihr die halt in einem Laden kaufen werdet. Aber, und das ist das Spannende, das hier ist auch noch mit dabei. Wir kriegen eine Quarter Century Secret Rare in dieser Tin. Es steht noch nicht drin, wie genau das gedacht ist. Ich schätze mal, wir werden diese Karte als Promo bekommen. Weil ansonsten macht diese Aussage hier keinen Sinn. Denn wir kriegen das pro Tin plus die. Das heißt, in jeder Tin wird eine davon drin sein. Das finde ich sehr cool. Ich fand immer an den Tins das Geilste eigentlich die Promos. Dass es so ein bestimmtes Pack an Karten gab, was ja wirklich nur für die Megatins da war. In der speziellen Rarität. Und ich finde die Rarität, wer die noch nicht gesehen hat, hier sind einmal ganz gut so 2 Bilder. Wenn ihr denkt, dass Starlight Rares glitzern, dann werdet ihr davon ein bisschen geflasht werden, denn die sind ganz schön holographisch, also die glitzern richtig krass. Wir werden diese Megatin knapp 300 Karten haben, was ungefähr wie ist wie die alten auch, also das war immer so, dass es ungefähr 300 Karten sind, weil wir normalerweise immer von so knapp 4 Core-Sets die Karten bekommen haben und dann so ein paar Sighted-Karten und ein paar Reprints bekommen haben. Hier sind auch einmal die Sets drin, die wir bekommen werden. Das wird einmal Battle of Chaos sein, Dimension Force, Darkwing Blast, Tactical Master, The Grand Creators und einige mehr. Was jetzt hier super spannend ist, wir hatten letztes Jahr ein Hauptset, was ziemlich viel verändert hat. Und das war Power of the Elements. Power of the Elements wird hier nicht erwähnt. Das könnte daran liegen, dass einige von den Karten aus Power of the Elements nicht mehr verfügbar sind, weil sie A gebannt sind, limitiert sind oder einfach nicht mehr so gut spielbar sind. Aber wir kriegen Karten aus Tactical Masters hier drin. Ich finde das spannend, denn wir haben ja schon Reprints angekündigt für ein paar Karten aus diesen Sets, sowohl von den Hauptsets als auch von den Nebensets. Finde ich also sehr spannend. Aber sprechen wir ganz normal ein bisschen über die Promos. Denn die heißt ja Anniversary Tin Dueling Heroes. Und es wird ein bisschen um die Helden aus dem Anime gehen. Diese Tin wird mit Bildern besetzt sein von Karten aus dem Anime, die von denen gespielt wurden. Heißt, wir werden wahrscheinlich Karten bekommen wie Blue Eyes, wie Dark Magician, wie die Götterkarten, kann ich mir auch vorstellen, obwohl wir die eigentlich schon als extra Karten bekommen in dem Set, was noch dieses Jahr rauskommen wird. Aber so in die Richtung, ein Stardust Dragon, ein Firewall, ein Decor Talker, sowas in der Richtung. Also Karten, die sehr ikonisch sind für den Anime, die werden wir, denke ich, in dieser Tin bekommen als Promokarten. Das bedeutet, dass die Promokarten wahrscheinlich nicht so krass spielbar sein werden, aber schöne Collectibles sein werden. Das ist so meine Vermutung. Aber wir werden sehen, wenn wir eigentlich die Tin revealed bekommen. Jetzt sprechen wir mal ganz kurz über die Karten, die wir in der Tin erwarten können. Welche da wahrscheinlich drin sind, welche da wahrscheinlich nicht so drin sind. Fangen wir einmal an mit Battle of Chaos. In Battle of Chaos waren ein paar spannende Karten drin, ein paar nicht so spannende Karten. Es gibt so Karten, die wir wahrscheinlich erwarten können,
dass sie reprintet werden. Und das ist zum einen einmal Illusion of Chaos, eine Karte für Dark Magician. Die war eine Secret Rare in diesem Set und war richtig, richtig gut. Dann haben wir in diesem Set Dinomorphia-Karten bekommen. Das war so die Einführung von dem Archetype. Und deswegen denke ich, dass wir schon die Dinomorphia-Karten entweder mit dem Upgrade bekommen. Manche von den Ultra Rares, manche von den Commons, vielleicht ein Super Rares Slot zum Beispiel. Manche von den Secret Rares ein Downgrade bekommen als meinetwegen Ultra Rare. Das denke ich, wird passieren. Dann haben wir den Blue Eyes Jet Dragon bekommen in diesem Set. Der wird safe auch einen Reprint bekommen in diesem Set. Es würde mich unglaublich wundern, wenn das nicht passiert. Aber ansonsten war in dem Set nicht wirklich viel drin. Wir haben die Quickspell von Flandreese bekommen. Und die wird auch in der Megaton drin sein. Und dadurch wird das Deck halt Ultra Budget sein. Aber ansonsten war in dem Set nicht wirklich irgendwas krass Spielbares drin. Außer halt Dark. Dark war ein gutes Monster. Und Dark wird auch safe einen Reprint bekommen. Wahrscheinlich sogar als Prismatic Secret Rare. Das würde sich anpassen mit allen anderen Charmen, die wir vorher bekommen haben. Deswegen glaube ich schon, dass das passieren wird. Und ja, der Rest des Sets war interessant. Wir haben Onibimaru schon als Reprint, als Super Rare aus dem OTS. Deswegen könnt ihr vielleicht einen Secret Rare Print bekommen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber die hat ja schon einen Reprint bekommen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir die nochmal sehen werden. Aber könnte passieren. Don't quote me on that. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Megatin nochmal drin haben werden. Dann kommen wir zu Dimension Force. Und ich glaube, das ist für ein Reprint-Set ein deutlich spannenderes Set. Denn wir kriegen da die Therion-Karten in diesem Set gehabt. Also Regulus, Leliborea, die Feedspell. Und ich glaube schon, dass wir diese Karten reprintet bekommen in der Megatin. Und dass wir die Karten auch dann deutlich günstiger machen. Wird ein paar Upgrades, ein paar Downgrades geben. Aber die werden, denke ich, schon in der Megatin drin sein. Das heißt, so ein bisschen den Value dem Set geben. Dann haben wir Libromancer drin gehabt. Werden auch drin sein. Sachen wie Visa Starforce. Die wird auch in der Megatin drin sein, weil es wird ja immer mehr zu dem Deckthema kommen. Und immer mehr Karten, die mit dieser Karte funktionieren. Deswegen glaube ich schon, dass sie die drei packen werden. Dann haben wir Sachen bekommen wie Beyond the Pendulum. Die wird auch in der Megatin drin sein. Genauso wie der Psychic End Punisher und ein paar Karten von den Despia, die werden da auch drin sein. Wenn wir uns halt den Rest des Sets angucken, ein paar von den Super Rares könnten vielleicht auch ein Upgrade bekommen. Möglich. Bei den Commons waren halt Sachen drin wie die Predator Plant Monster, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass wir die als Super Rares bekommen, weil die ja doch schon gut spielbar sind. Aber ansonsten war auch da nicht so viel drin, denn die Freedom-Karten, die haben ja schon Upgrades bekommen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kriegen wir ein paar von den Scarecrow Monstern als Super Rares, genauso wie den Rysard vielleicht als Super Rare oder Ultra Rare, also ein bisschen so ein Downgrade, dass er einfacher zu bekommen ist, obwohl er aktuell nicht wirklich teuer ist. Und dann kommen wir zu Darkwing Blast, eins der besten Sets letztes Jahr. Und ich hoffe, dass wir die Reprints bekommen, die wir verdienen. Denn dieses Set hat eine Menge Karten, die gut sind, und eine Menge Karten, die meiner Meinung nach wirklich es verdient haben, dass wir da Reprints bekommen. Die ganzen Bestie-Karten logischerweise, die schweineteuer waren und sind. Und ich hoffe, dass die da reprintet werden. Die Kashira-Karten wie Fenrir und Unicorn. Auch das hoffe ich, dass wir die als Reprint bekommen, damit die wirklich deutlich günstiger werden. Sachen wie Mugcracker, die in Secret Rare war. Auch die denke ich schon, dass wir die bekommen werden, weil hält X davon ab. Sinantis wird, denke ich, auch in Secret Rare Reprint bekommen. Genauso wie die Draco Slayer-Karten, die wir als Reprint bekommen werden. Und ich glaube auch schon, dass wir Cartesia sehen werden. Und das waren jetzt so die drei Core-Sets, die wir reprintet bekommen. Was wir auch immer gucken müssen, es gibt immer so ein paar Karten, die Konami aus den Core-Sets auslässt. Allerdings haben wir diesmal nur drei Core-Sets, die die reprinten können oder wollen. Deswegen glaube ich schon, dass wir so ziemlich alle Themen der Karten aus den Sets bekommen, außer halt diese Random-Common-Karten. Nicht so wie in den letzten Tins, wo die komplett so einen Archetype komplett ausgelassen haben. Glaube ich schon, dass wir diesmal ein bisschen mehr Stuff bekommen. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die vielleicht spannend sind. Nämlich die zwei Deckbuilder-Sets. Und wenn ihr mich fragt, glaube ich, dass wir bei den Deckbuilder-Sets jeweils zwei Deckthemen bekommen werden, die in diesen Deckbuilder-Sets drin sind. Das heißt, wir bekommen von Tactical Masters, wenn ihr mich fragt, nicht Runic, sondern wir kriegen wahrscheinlich die Valens und die Labyrinth-Karten. Das glaube ich schon, dass wir die als Runic bekommen. Denn ich glaube, dass wir Runic in einem eigenen Set bekommen. Was wirklich so um die Runic-Karten sich drehen wird, ist natürlich schade für die, die das Deck spielen wollen, was halt ein bisschen teurer ist. Aber ich glaube schon, dass wir da eher wirklich die Valens und halt die Labyrinth-Karten sehen werden. Zu Grand Creators, da haben wir die Adventure-Karten drin. Wir haben die
Punk-Karten und wir haben die Exorcista-Karten. Ich denke mal, Punk und Exorcista, die werden wir sehen. Die Adventure-Karten erwarte ich nicht in der Megazin. Klar, man kann sich darüber streiten, dass die wahrscheinlich drin sein könnten, aber ich glaube, ähnlich wie mit dem Tactic Masters-Ding, dass die halt wirklich die guten Karten aus der Tin rauslassen, weil sie aus den Hauptsets schon so ein paar Karten rausnehmen können. Mit der Promo, die Tins, die werden sowieso gekauft. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie halt diese krass guten Arc-Taps da reinpacken. Deswegen glaube ich nicht, dass wir halt ein Adventure-Package sehen werden und auch nicht, dass wir die Runikarten sehen werden. Ich kann mich natürlich täuschen, aber ich bin mir zwar so 90% sicher, dass wir keins von diesen beiden Deckthemen in der Megatin sehen werden. Was sagt ihr zu Megatin? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.